So, mach das dann größer. Mach es weg. Mach es voll mit Kohle, wenn es sein muss. Dürfte er nicht, weil es halt 500er sind. Da kommt jetzt hoffentlich Kohle. Ja. Sehr, sehr, sehr komisch. So, 1600 Lava kommt jetzt langsam. 60. 70. 75. Fast 80, ja. Ist plus. Okay. Arbeiten jetzt die alle. Ja. Ach, Gott sei Dank. Okay. Eisen ist wieder da. Kommst du auch langsam hoch? 35, 35, 35. Nein. Es wird alles verbraucht. Okay. Aber wenigstens fließen die Ressourcen wieder. So, Fließband. Das Fließband brauchen wir noch. Ja. Später nicht mehr. Wie viel Puffer haben wir hier? Gar nichts. Okay. Was brauchen wir hiervon noch? Die gesamte Anlage, komplett, kann ich gleich zerstören. Steinzahnräder haben wir unten. Fließbänder haben wir unten. Ärmchen haben wir unten. Ärmchen haben wir unten. Ärmchen haben wir unten. Eisenzahnräder werden gegossen, aber nicht hier. Die werden hinten irgendwo gegossen. Die Chipanlage da sollte ich vielleicht stehen lassen und in Kisten packen lassen. Die ganzen Tränke werden alle unten hergestellt. Und werden gerade keine blauen hergestellt. Weil keine Batterien da sind. Weil keine Batterien da sind. Öl. Ja, Öl. Pumpchecks. Haben wir reguläre Pumpchecks dabei? Pumpcheck MK2. Oh, warte mal. Nimm mal die Pumpchecks MK2. Wir haben Ölfelder, die sind quasi leer. Da unten. Die produzieren durchgehend 0,1. Wenn die Pumpchecks MK2 jetzt 0,2 aus den 0,1 machen würden, hätten wir eine Verdopplung von unseren Ressourcen. Also könnten wir einfach die neuen Ölfelder anpumpen, aber ich will gleich mal gucken, ob das dann einigermaßen funktioniert und wir haben gerade Stromschwankungen. Warte mal, dich nehme ich mal ganz kurz weg. Und dafür setze ich dich. Wo bist du? Pumpcheck? Pumpcheck. Setze ich dich dafür mal. Baum weg. Dahin. Damit wir kurzfristig einen Boost haben an Öl. Ja, 1,1. Dafür kriegst du noch Effektivitätsmodule. Damit es ein bisschen länger so bleibt. Oh, warte mal. Ja, das geht bei denen auch. Okay. Party on. Sehr schön. Also damit dürften wir auf jeden Fall selbst mit diesen paar später 0,1er Feldern das genug hinbekommen. Wir machen einfach MK2 Pumpchecks. Wir hauen da jeweils Produktivitätsmodule rein. Ölproblem gelöst. Permanent gelöst. Und permanent gelöst will wirklich was heißen in diesem Spiel. Ich hatte ja schon so oft das Eisenproblem gelöst, ne? Da war was. So. Also wo ist die MK2-Geschichte jetzt? Pumpjack MK2. So, du stellst her mit 0,1. Du bekommst jetzt das da oben. Was? Mit Speedmodul geht das noch schneller, weil Produktivität brauchen wir ja gar nicht mehr, sobald es 0,1 ist, ne? Richtig. Weg mit euch, rein mit euch. Z. Genau, hol das doofe Ding ab. Ich habe ja auch noch Leichen im Angebot. Da. Da. So, das heißt, die bekommen jetzt alle Speedmodule. Weg. Weg. Und es werden alles Pumpjacks MK2. Und dann gucken wir gleich mal nach oben zu unseren Öltanks und die dürften dann hoffentlich sich wieder füllen. Und dann gucken wir jetzt zu den Batterien. So, Öl. 51, 52. 53. 54. Schwere Geburt ist, aber es wird langsam mehr.
Gut, haben wir irgendwo einen Überschuss oder einen Mangel? Lubricant ist genug da und nicht zu viel da. Heavy Oil ist genug da und nicht zu viel da. Light Oil ist ein bisschen wenig, aber da stellen wir auch durchgehend den Treibstoff für unsere Anlagen her. Petroleumgas ist viel zu wenig da. Dafür oh, Schwefelsäure ist auch fast gar nichts mehr da. Da ist der Mangel an... nicht an Eisenplatten. Schwefel? Wir haben Schwefelmangel. Willst du mich veräppeln? Ich wollte schon sagen Frau, aber die Basis ist, glaube ich, keine Frau. Eigentlich wollte ich Weib sagen, aber es ist zu herablassend. Und das ist auch nur so ein Spruch. Das sage ich in Real Life normalerweise nicht, aber das war gerade irgendwie passend. Ich würde gerne... brauchen wir dich... Was bist du für ein Fließband? Geh weg. So. Gut. Ich hätte gerne Requester Chest. Und ich hätte gerne Roboport, und zwar hier mittendrin. Gib mir langsam ein bisschen gegen den Strich, dass wir hier ein Feld haben, wo wir nichts hinpacken können. Also ich baue jetzt einen Roboport einfach hier irgendwo in die Mitte. Der wird später eh abgerissen, wenn das Ganze optimiert wird. Aber bis dahin haben wir wenigstens hier Zugriff auf eine Kiste. Vom System. So, Roboport. Was? Roboport? Da. Bau hierhin ein Roboport. Nimm eine blaue Kiste. Tu besagte Kiste dahin. Du hättest gerne Schwefel. Wo ist Schwefel? Da ist Schwefel. Wie viel passt denn? Mach erstmal 1000. Dann gucken wir, ob die Kiste voll ist. So, alle Roboter sind beschäftigt, das ist sehr gut. Bring Schwefel dahin. Dann kriegst du hier noch ein Ärmchen. So, und dann machen wir aus dem Ärmchen da ein langsames Ärmchen, damit die Anlage hier primär aus der Kiste befüllt wird. Damit wir so Petroleumgas wieder anstauen. Dann können wir aus dem Ärmchen auch gleich ein ganz schnelles machen. Dann kommt das Ärmchen niemals hinterher. So, Produktivitätsmodule. Brauchst du Produktivitätsmodule? Wir haben unendlich viel Öl. Also haben unendlich viel... ja, Schwefel. Haben wir nicht unendlich viel. Also ja, Produktivität macht Sinn. Schwefelfabrik? Da wird es dann auch Sinn machen. Wir brauchen mehr Produktivitätsmodule. Ruhig die drei, aber davon brauchen wir sehr viel mehr, und zwar überall. Das ist krass, wie viel ich übersehen habe, was man optimieren kann. Ja, na gut. Du mach das da weg. Das da weg. Komische, wofür warst du eigentlich? Warst man dafür da, Kohle nach da zu bringen? Okay. Die Zeiten sind vorbei. Ich werde hier sowas von was kaputt machen zwischendurch. Das wird mir erst zigtausend Folgen später auffallen, aber es muss sein. So, Roboter. Schon haben wir wieder 280 arbeitslose Roboter. Gut, also wir müssen Skynet nicht wieder anschalten. Eventuell für die Bauroboter, aber da haben wir anscheinend doch recht viele. Angriff im Südwesten. Da muss ich, glaube ich, noch eine Mauer neu setzen. Das mache ich demnächst. Was wollte ich jetzt noch machen? Ich wollte unten die Science Packs machen, damit ich sie oben abreißen kann. Ja. Hier. Du stellst ganz viele rote Tränke her. Beschränk dich mal bitte auf 2 Stacks, das reicht. So, du beschränk dich bitte auch auf 2 Stacks. Du bitte auch. Du bitte auch. So, du nimmst jetzt Ärmchen und Fließbänder. Da, Fließbänder. Ärmchen haben extra... nee, haben sie jetzt... doch, da. Basic Inserter. 100 Stück. 100 Stück. Du hast schon Effektivitätsmodul, das ist sehr gut. Das heißt, grüne Tränke kommen hier auch schon mal an. Sauber. Problem wird es ab hier, weil wir hier rote brauchen und Batterien. Batterien sind ja gerade problematisch. Wobei sich das gefangen haben dürfte inzwischen.
Schwefel, sehr gut. Aber wir hatten echt... Ach, wir haben keinen Schwefel mehr im... Ah doch, 14.000 haben wir noch. Die obere Kiste, die angezeigt wird, ist nur, was in der Kiste drin sind. Und ganz unten, was man auf dem Monitor fast gar nicht mehr sehen kann, da ist die Anzeige, was alles im System drin ist. Also 14.000 Schwefel, die jetzt nach und nach verballert werden. Das ist gut. Du bist alle. Weg mit dir. Du bist alle. Weg mit dir. Dann kriegen wir die ganzen Produktivitätsmodule nämlich zurück. So, Forschung ist durch. Was hatten wir erforscht? Oh, MK2 Drills. Sehr gut. Was brauchen die MK3? Komisches neues Zeug. Dafür haben wir momentan noch keine Zeit. Akkus. Ja. Bau Akkus. So, du. Mach mal weiter. Damit wir einen kleinen Puffer haben, falls wir damit wieder anfangen. Und sobald das durch ist, also wenn ich das nächste Mal dran denke, dann wird das da oben abgerissen und auch unten hingebaut. Gut. Eigentlich sollte ich hieran weiterarbeiten. Also sowohl am Lava als auch an den ganzen Schleudern und so weiter, aber ich weiß nicht. 1600er reicht für Eisen, 1200er war für Kupfer, glaube ich. Also wir hätten hier schon alles. Was hast du drin? Gar nichts. Da. Also ich könnte damit schon das betreiben. Ich könnte damit schon einschmelzen. Ich müsste mich jetzt nur festlegen... Sind die Tanks endlich leer? Ja komm, mach die Tanks jetzt weg. Also. So, Tanks weg. Ich müsste mich jetzt nur endlich entscheiden, wo die Händler hinkommen. Händler? Zentrifugen. Wo ich die Zentrifugen hin tue. Und zwar einmal die Zentrifugen für Kupfer, einmal die Zentrifugen für Eisen und die Zentrifugen für die Schlacke. Das heißt, die Schlacke-Zentrifugen sollten einigermaßen hier in der Nähe sein, damit die Roboter nicht so weit fliegen müssen um die Steine. Und ja, ich werde auch die Steine aus der Schlacke-Produktion von Robotern fliegen lassen. Oder mit einer Ärmchenkette. Ich glaube, eine Ärmchenkette wäre sogar besser. Müssen wir gucken. Also sollte ich hier in der Nähe sein, damit das einigermaßen hinhaut. Dafür hätte ich jetzt ganz gerne... Ich hätte in diesem System eigentlich ganz gerne Platz für Roboports. Und ja, ich brauche mehr Akkus. Bau tolle Akkus. Und baue die jetzt hier hin. Und ich vertraue dann einfach auf mich und meine Technik, dass niemals, niemals nicht die Viecher hier durchbrechen. Das ist keine gute Grundvoraussetzung. Gut, ich mache erstmal eine Pause. Ich brauche eh ein Käffchen. Und ich sollte mir da bis zur nächsten Folge überlegen, wie ich das mache. Also die Fabriken finde ich hier echt schön. Und es geht auch nicht so viel kaputt, wenn sie zerstört werden. Wäre zwar schade, aber na, ist okay. Aber ich sollte jetzt nicht wirklich alles, nur weil so viel Platz hier ist, in den Bereich auslagern. Ja, gucke ich dann. Jetzt erstmal Käffchen und abspeichern und wir sehen uns gleich wieder.